Hallihallo, hereinspaziert. Wir eröffnen den Saal und freuen uns, dass ihr heute Abend bei uns zu Gast seid. Der Frankfurter Ring lädt ein. Mein Name ist Britta Dahlberg und unser heutiger Gast ist der liebe Dr. Med. Volker Meissner. Gleich werde ich ihn auch bitten, mit ins Bild zu kommen. Und ihr seid heute herzlich eingeladen zu einem tollen Thema, in der heutigen Zeit vielleicht sogar wichtiger denn je. Jede von euch soll heute eine Lizenz zur Selbstheilung bekommen, wenn ihr sie nicht schon habt. Aber wir haben heute auch einen Experten, der sie sehr, sehr gerne ausstellt. Das ist nämlich Dr. Volker Meissner. Er ist Arzt, hier so gar nicht so ganz weit von Frankfurt entfernt, haben wir schon geklärt, aber regelmäßig beim Frankfurter Ring im Programm und ein sehr beliebter Gast. Seit fast 40 Jahren befasst er sich nämlich mit diesem Phänomen der Selbstheilung und er ist fest davon überzeugt, dass wir alle den Schlüssel zu unserem eigenen Glück haben. Und auch das für unsere Gesundheit und den Schlüssel für unsere Gesundheit eben in der Tasche haben. Manchmal scheint es, als ob wir ihn verloren haben und da kann er uns gut daran erinnern, wo er ist. Er spricht von der uns angeborenen Lizenz der Selbstheilung und wie wir sie aktivieren können, auch heute Abend. Seine Methode, die heißt Holarmedizin. Wir sprechen auch über das Medical Coaching, was er entwickelt hat und was das bedeutet. Da werde ich ihn gleich nochmal dazu bitten, etwas zu erzählen. Wir möchten euch auch sein Buch vorstellen, das vor kurzem rauskam, auf dem auch die neue organisierte Arbeit jetzt fußt. Und wir werden euch praktische Übungen geben, wo ihr gleich eigene Erfahrungen machen könnt. Wichtig ist heute Abend, ihr könnt euch aktiv einbringen. Wir haben die Möglichkeit heute eröffnet im Chat, dass ihr dort Fragen stellt. Etwa nach 40 Minuten werden wir sozusagen die Fragerunde auch eröffnen. Das heißt, ich werde Volker Meissner die Fragen präsentieren, die ihr habt. Und dann bekommt ihr hier direkt live auch die Antworten. Und diese Chance hat man natürlich nur, wenn man live dabei ist. Und da haben wir heute eine schöne große Gruppe. Ihr und auch die anderen, die nur das Ganze nachher aufgezeichnet bekommen, werden morgen Abend nach 18 Uhr Gelegenheit haben, das Ganze noch einmal Revue passieren zu lassen oder zum ersten Mal zu hören. Wir haben auch einen Sonderbonus noch für das Seminar vorbereitet. Also der Abend wird dicht an Informationen und wir hoffen, ihr bleibt auch dabei und habt heute Abend Spaß an dem, was Volker Meissner euch zu erzählen hat. Denn das Thema Spaß und Lebensfreude, das liegt ihm auch sehr am Herzen. Das wissen wir von Volker. Denn diese Lebensfreude wieder in uns zu stimulieren, das ist eines seiner Herzensanliegen. Die ist scheinbar heute vielen Menschen abhanden gekommen und vielleicht bringen wir euch heute ab und zu zum Schmunzeln zumindest. In diesem Sinne, lieber Volker, möchte ich dich herzlich willkommen heißen und bitten, zu uns jetzt zu sprechen. Jetzt muss ich dich nur selbst auch suchen, denn irgendwo bist du jetzt verschwunden hier bei für mich im Äther. Unter F. Mal schnell wieder. Unter F findest du mich dann. Du kannst dich wahrscheinlich zu mir dazuschalten. Dr. Volker Meissner, der Mann des Lächelns, heute Abend unser Gast. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, liebe Britta, für die schöne Einführung. Ihr seht, dass ich mitten aus meiner Praxis heraus das Ganze mache. Sonst bin ich in so einer Art Studio mit schönem Hintergrund und alles. Wir haben das heute, Merkur ist rückläufig, ja, dafür gesorgt, dass wir etwas improvisieren müssen. Aber das macht nichts. Also wir sind es gewöhnt, dass in diesen Zeiten da irgendwas nicht läuft. Und erfahren genug, um halt Alternativen zu finden. Also wir haben das auch geschafft und dann kann es losgehen. Heute soll es gehen um Holarmedizin, um Medical Coaching, um Magic Medical Coaching, um das so ein bisschen auseinanderzuhalten.
Und ich will so ein bisschen was dazu erzählen, was den Hintergrund dieser ganzen Sachen ausgemacht hat. Ich bin wirklich, so, was die Britta richtig sagte, schon 40 Jahre hier im Geschäft. Also ich habe 1979 Examen gemacht. Ja, das waren noch tiefste Deutschmarkzeiten. Und war am Anfang ganz normal schulmedizinisch unterwegs, bis ich mal einer Kollegin begegnet bin. Wir waren im selben Operationssaal als Anästhesisten und meine Patienten haben halt die ganz normalen Reaktionen gehabt beim Aufwachen. Also ein bisschen Übelkeit, ein bisschen dizzy. Und die hatte nach einem Lehrgang in China, hatte die Nadeln dabei, hat ihren Patienten Nadeln ins Ohr gesteckt und die sind ganz normal aufgewacht. Die waren nicht komisch im Kopf. Da habe ich gedacht, das muss ich auch lernen. Hat zwar ein paar Jahre gedauert, bis ich dann soweit war, um diesen Schritt umzusetzen. Aber ich habe dann Akupunktur mal gelernt, war fast 15 Jahre Dozent für Akupunktur und TCM und verschiedene Sachen. Und habe dann immer mehr andere alternativen Medizinformen mit reingebracht. Und das ist das, was ich eben als Solarmedizin dann zusammenfasse. Also ich habe nicht alles selber erfunden, Akupunktur definitiv nicht, so alt bin ich noch nicht. Aber auch die anderen Sachen, die traditionellen Medizinformen, die ich da mit reingepackt habe, auch EMDR, was ja nicht wirklich alternativ ist, das ist mittlerweile ja Mainstream, zu Recht. Aber alles das findet man in Solarmedizin. Ich habe es nur ein bisschen schneller gemacht in der Technik, ein bisschen effektiver und ohne viel Brimborium. Also ich mache mit meinen Patienten jetzt nicht so mit großartig Ritual, sondern wir sind da eher praktisch orientiert. Eher so, ne, dass wir das Problem ansprechen und dann halt loswerden, zumindest der Patient. Das ist so mein Job und ich will so ein bisschen was dazu erzählen. Dazu blende ich jetzt mal ein paar Folien ein und dann gehen wir natürlich wieder raus aus dem Folienvortrag, aber dass wir so ein bisschen die Grundlagen gemeinsam erarbeiten. Und wie gesagt, ihr müsst auch nicht mitschreiben, es gibt eine Aufzeichnung. Und ich empfehle halt gerade nicht mitzuschreiben, wenn es eine Aufzeichnung gibt, weil dann seid ihr halt wirklich voll präsent und nicht halb auf dem Blatt. So, und wenn das jetzt alles richtig gut funktioniert, müsstet ihr jetzt ganz kurz und schnell etwas sehen. Eine ganz Bildschirmfolie, Einführung in die Solarmedizin. Gebt doch mal so ein Nicken, ne, dann weiß ich, dass ihr das auch seht. Wunderbar, ich danke euch. Dann ist schon diese Kommunikationsebene schon mal gut. Hier unten steht Impulse zur Selbstfürsorge und Selbstheilung. Und darum geht's. Es müsste eigentlich auch noch drunter stehen Selbstliebe. Aber die habe ich mir für ganz zum Schluss aufgehoben. Deshalb steht sie hier vorne noch nicht. Aber ihr könnt euch das so mitdenken. Es geht tatsächlich um Selbstliebe. Der Mangel an Selbstliebe ist eine der Hauptursachen für chronischen Krankheiten, wenn man tief genug reingeht. Und warum viele Leute zur Selbstliebe nicht fähig sind, das ist kein Vorwurf, sondern das ist einfach eine Feststellung, das können wir auch noch mitklären. Das klären wir heute theoretisch und beim Webinar am kommenden Wochenende lade ich hier jetzt schon dazu ein, auch praktisch, wer Lust hat. Da geht es immer richtig zu. Also das ist echt eine starke Sache, wenn man das auch mal erlebt, wirklich live erlebt. So, und jetzt dürfen wir uns einfach mal so ein bisschen rein vertiefen. Es geht um mit Absicht gesund, das ist so das Motto meiner Praxis auch. Happy and healthy, kann man auch sagen, also glücklich und gesund. Und es steht bei mit Absicht gesund zu Recht genial, aber nicht einfach. Goethe hat mir gesagt, alles Geniale ist einfach. Das stimmt bei mit Absicht gesund nicht. Und ich denke, dass wir hier mit dieser Art Medizin tatsächlich auf dem Weg in die Medizin der Zukunft sind. Dass wir weggehen von dieser biochemisch dominierten Medizin oder technisch dominierten Medizin, wo man halt Gewinne macht, in eine Medizin, die auf Information basiert, auf Bewusstsein, auf Wertschätzung und ähnlichen Sachen. Wir haben jetzt die Chance, das umzudrehen, das tatsächlich mit neuen Impulsen zu versehen und müssen eben gucken, dass wir von dieser kommerzorientierten Medizin auch gedanklich rauskommen. Dass wir auch sagen, manches muss sich nicht rechnen. Wir sind noch nicht so weit, denke ich, aber das ist so das Ziel. Jetzt kommt ein kleiner Disclaimer, das muss ich immer bringen, wenn da Aufzeichnungen auch gemacht werden, weil das, was ich hier mache, das sind keine Heilversprechen. Ja, es geht darum, dass ich Informationen gebe, die zur Selbstreflexion anregen, dass jeder für sich etwas draus macht, aber es ersetzt keine ärztlichen Maßnahmen, keine psychologischen Diagnostik oder Therapie. Und auch sozusagen, ich bin leitender Arzt der mit Absicht gesund GmbH. Das kann sein, dass meine Auffassungen sogar von der GmbH ein bisschen abweichen. Aber dazu stehe ich dann eben. Also macht die GmbH nicht dafür verantwortlich, für das, was ich sage.
Und wer sagt euch das? Gut, also ich bin Dr. Volker Meissner, Jahrgang 54, also schon ein bisschen länger auf dem Planeten, so Mitte des letzten Jahrhunderts hierher gekommen und habe eine ganz Praxis für Ganzheitsmedizin seit 1992 am selben Standort hier in Königswinter. Ich war zwischendurch mal ein bisschen durch Deutschland gereist, war 26 Jahre bei der Bundeswehr, da kommt man auch ein bisschen rum. Und habe zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Mit Absicht gesund, klar, ne? Und das andere ist das Buch, das Britta schon in der Hand hatte, Deine Lizenz zur Selbstheilung. Und da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen. Da ist nämlich was ganz Besonderes eingebaut, was wir auch ansprechen werden, das Navigations- oder das Heilungsnavi, das Navigationsgerät für unsere Selbstheilung. Also ich nenne das das Heilungsnavi. Und wie man das bedient, sprechen wir heute an und werden das im Webinar so richtig tief ansetzen, denn das kann jeder. Das kann wirklich jeder sein eigenes Heilungsnavi erstens finden und zweitens programmieren. Da helfe ich euch gerne, aber das geht wunderbar. Meine Patienten lernen das alle. So, dann bin ich, wie gesagt, in der Mit Absicht gesund GmbH der leitende Arzt. Meine jüngere Tochter Barbara Stiller ist der Geschäftsführer dieser GmbH. Also ein bisschen Familienunternehmen ist das schon. Und über diese GmbH kann man auch das Buch beziehen. Man kann Seminare buchen und alles mögliche. Gesunde Artikel bestellen. Wir arbeiten hier mit ESMOC-Balancern. Also wir haben viele Sachen, die wirklich gut sind und gesund sind. Oder wir machen Haaranalysen, epigenetische Haaranalysen, untersuchen die DNA der Haarwurzeln, um dann festzustellen, ob jemand belastet ist durch ESMOC, durch Pilze, durch was der Geier was. Also das sind die Auswertung dieser Haaranalysen, das sind 30 Seiten PDF. Also wer das interessiert, können wir darüber sprechen oder einfach auf die mitabsichtgesund.de gehen. Da ist das alles erklärt. Und ansonsten bin ich Gründer und immer noch, also unverändert, Präsident der Deutschen Gesellschaft oder Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik. Nicht verwechseln mit der DGEIM. Da war ich auch mal Präsident für 2 Jahre von beidem. Jetzt unverändert Deutsche Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik. 2006 gegründet, also schon ein paar Tage auf dem Markt. Und wir machen Kongresse, Online-Kongresse, Ausbildungen und unser neues Schiff, das wir jetzt sozusagen schon mal anlegen, bauen, das ist eine Ausbildung zum Bewusstseinscoach. Wir haben einfach gesehen, dass Life-Coach nicht ausreicht, um den meisten Menschen zu helfen, sondern wir müssen weitergehen. Wir müssen wirklich ins Bewusstsein reingehen und machen einen Bewusstseinscoach. Und dieser Bewusstseinscoach, der befasst sich eben auch ein bisschen mit medizinischen Themen, ohne sie in seinem Berufstitel, in seiner Bezeichnung großartig nach vorne zu schieben. Also der Bewusstseinscoach weiß auch, warum man krank werden kann. So, was machen wir heute in diesem Webinar? Wir gucken mal, wie wir die 1000 oder mehr Chancen, krank zu werden, einfach vermeiden können. Und was die Holarmedizin ist und welche Reichweite die hat, also wie weit man mit Holarmedizin rein kann. Wir unterhalten uns ein bisschen, welche Macht und welche Kraft Worte haben, dass wir uns auf unsere Sinne nicht verlassen können. Ich habe da so 1-2 Beispiele, dass ihr das auch wirklich seht. Und wie man es schafft, aus der Opferrolle herauszukommen. Ich glaube, der Hirschhausen war das mal. Der hat gesagt, da, wo die normalen Menschen auf der Welt einen Schläfenlappen haben, da haben die Deutschen einen Jammerlappen. Also so ganz schlimm will ich es nicht bezeichnen, aber die Opferrolle ist gerade im Deutschen schon sehr verbreitet, weltweit auch, aber im Deutschen noch ganz. Und es gibt sogar im internationalen Sprachraum den Begriff German Angst, ja, oder German Angst, je nachdem, wie sie es halt aussprechen. Die Deutschen haben vor allem Angst. Das heißt, wenn man einen Deutschen interviewt, was ist mit ihnen, sagt, ich habe Angst, das. Die fangen immer an, ich habe Angst. Und wie man da rauskommt, das soll auch Gegenstand von heute sein. Was ich euch heute erzähle, ist meine Sichtweise. Also ihr seht immer mein Horn da irgendwo im Bild. Jeder hat sein eigenes Horn irgendwo und sieht halt was anderes nicht. Und das dürfen wir gerne austauschen. Also ich will nicht behaupten, dass meine Sichtweise die absolut richtige ist. Ich halte sie halt für mich für richtig, aber ein anderer macht es halt anders hin. Worum es bei der Holarmedizin geht, das ist Empowering People. Das heißt, die Ermächtigung der Patienten oder der Menschen, sich selber an die Hand zu nehmen und zum Ziel zu führen. Ja, das ist Selbstwahrnehmung. Wer bin ich? Und Selbstreflexion.
Ja, wie kann ich mich selber sozusagen einschätzen? Und wenn ich das gelernt habe, dann habe ich die Möglichkeit, auf emotionale Blockierungen zu stoßen. Da kann ich meine Schattenthemen anschauen und habe keine Angst mehr davor. Da kann ich die Emotionen auch finden, die verkapselt sind, ja, die irgendwie so verborgen sind und ganz bewusst verborgen sind, damit man eben nicht so leicht rankommt, weil das so eine Art, zu einer Retraumatisierung führen kann, wenn man da so forsch hingeht und vielleicht unprofessionell da diese Dose öffnet. Und wir gucken uns auch ein bisschen an, und das ist auch ein Teil dieser Holarmedizin, was transgenerational, das heißt epigenetisch über unsere Vorfahren bei uns gelandet ist und was wir vielleicht in eigenen Vorleben da irgendwie noch auf dem Kerbholz haben und in diesem Leben so ein bisschen austragen dürfen. Also wir schauen uns das Ganze so ein bisschen an und auf dem Buch, das zeige ich jetzt dann eigentlich gleich nochmal, da gibt es diesen Rettungsring mit den 5 Elementen Körper, Geist, Seele und Sozium und Spirit. Also auch die Anbindung nach oben ist ganz wichtig. Wir sind nun mal spirituelle Wesen. Und das soll alles mit angesprochen werden, ist Teil der Holarmedizin. Und meine Aufgabe als Medical Coach oder jetzt Ganzheitsmediziner ist, Lösungswege nicht zu finden und anzubieten als Dienstleistung, sondern den Patienten die Möglichkeit zu geben, diese Wege selber zu finden und natürlich dann auch zu gehen. Das heißt, ich bin so in der Vorbereitung mit beschäftigt, aber die Arbeit machen dann die Patienten. Und das kann jeder für sich lernen, wie das geht. Es geht darum, dass die Patienten, also wir alle, wir sind auch irgendwie Patienten, selbst wenn wir nicht Patient sind, kann man es ja präventiv machen, dass wir uns ermächtigen, einen individuellen, also für jeden von uns ganz speziell vorbereiteten Lösungsweg zu finden und zu gehen. Es gibt keine Lösung für alle bei diesen Sachen. Jeder hat seine eigene Geschichte und diese Geschichte definiert auch den Lösungsweg. Und um zum Begriff Selbstliebe nochmal zu kommen, das, was ich mache, soll zur Selbstliebe anstiften. Also ich möchte euch zur Selbstliebe verführen sozusagen. Und jetzt möchte ich euch mal schauen, wie wach ihr seid. Ich habe eine Aufgabe für euch und ihr dürft auch gerne den Chat nutzen, um die Aufgabe zu beantworten. Annas Vater hat 5 Töchter. Nana, Nene, Nini und Nono. Wie heißt denn die 5. Also wer eine Lösung hat, darf gerne auch mal den Chat verwenden. Und die Britta wird nachschauen, ob jemand da weiß, der die richtige hat. Ja, wenn ich so die Lippen sehe, so dieses heimliche Nunu, sowas ist dann schon hörbar. Aber glaubt mir, Nunu ist falsch, weil die Dame heißt natürlich Anna. Das war ja Annas Vater. Ja, deswegen alles anschauen und nicht immer nur so vorbereiten die Lösung. Es gibt auch mal Lösungen, die sind etwas ungewöhnlich. Also ich sehe an manchen Gesichtern die Überraschung. Schön, dass ihr wach seid. So, wir wollen uns unterhalten über 2 Systeme. Natürlich das Neue viel mehr in den Vordergrund rücken. Aber es geht um einen Paradigmenwechsel, der immer wieder angesprochen wird. Das alte System, da geht es um Krankheit, um Pathogenese, um also wie funktioniert Krankheit und wie kann ich den Menschen reparieren. Im neuen Feld geht es um Gesundheit, ganz was anderes. Da geht es um Salutogenese, also wie entsteht und funktioniert Gesundheit. Und es geht nicht um Reparatur, sondern es geht um Heilung. So. Also wie funktioniert Krankheit versus wie funktioniert Gesundheit? So, hier unten gibt es den Begriff Subhealth. Das ist, man hält den Menschen in einem Zustand so kurz unterhalb der Gesundheit. Da kann ich ihm noch alles verkaufen. Er will ja gesund werden, aber man lässt ihn nicht. Denn es gibt so einen schönen Spruch, ein gesunder Patient ist ein verlorener Kunde. Das heißt, man hält ihn so knapp unter dem Optimum und dann kann ich ihm das noch verkaufen, noch ein Vitaminchen, das noch und das noch. So. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite steht ganz was anderes. Da ist Gesundheit ein Zwischenstopp sozusagen oder einfach eine Durchlaufstation, denn auf der rechten Seite steht Glück. Und ich empfehle immer, das Glück im Auge zu haben und nicht die Gesundheit. Gesundheit als Selbstzweck ist hochgradig gefährlich,
weil ich dann vielleicht auf einer Ebene bleiben will, die mir gar nicht gut tut. Da kommen wir noch drauf. Also Glück, Big Picture, ja, das Glück anschauen als Ziel und dann auf dem Weg zum Glück einfach gesund werden. Das wäre so meine Kurzfassung von dem Ganzen. Und wie wir da ein bisschen hinkommen, das erzähle ich euch jetzt mit ein paar Folien und dann können wir auch gerne auch in die Diskussion gehen. Wir wollen uns mal ein bisschen über Krankheiten unterhalten, ganz kurz, Häufigkeiten. Und den Schopenhauer noch ein bisschen aus, wie soll ich sagen, lutschen. Schopenhauer hat gesagt, es gibt 1000 Krankheiten und nur eine Gesundheit. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr in andere Sprachen reingeht, das ist nicht nur im Deutschen so. Der Begriff Krankheit, den gibt es in allen Sprachen, die ich zumindest kenne, als Mehrzahl, als Plural. Aber die Gesundheit ist immer eine Einzahl. Die Gesundheiten gibt es nicht. Also allein das ist ja schon mal interessant, dass wir die Krankheiten haben und nur eine Gesundheit. Dann wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, warum bin ich krank? Und ein anderes Thema, warum bin ich krank? Das sind zwei verschiedene Fragen, die natürlich auch ganz andere Antwortwege eröffnen. Beide sind interessant, sollte man sich einfach mal zumuten. Und dann gibt es Optionen, damit umzugehen, indem man bestimmte Methoden, Verfahren und Sichtweisen einfach lernt. Oder halt sich einen Profi holt, der ihn an die Hand nimmt und dann so ein bisschen mit weitergeht. Und dann wollen wir uns ein bisschen über die Chancen unterhalten, wie wir das Ganze selbst gestalten. So ein bisschen Autonomie vielleicht. So, das sind jetzt Daten von 2019. Die haben sich definitiv nicht verringert. Vielleicht erhöht in manchen, aber nicht verringert. So, allein an den koronaren Herzerkrankungen haben wir 70.000 Tode pro Jahr. Krebse, aber verschiedene Arten, seht ihr hier Lunge, Bronchial, 45.000, Brustkrebs bei Frauen natürlich 18.000, Dickdarm 17.000, 60.000 Erkrankungen pro Jahr. Schlaganfälle deutlich mehr, 200.000 Fälle pro Jahr, also nicht Tode, sondern Fälle. Davon 10.000 jünger als 45. Das wird mehr. Meine jüngste Schlaganfallpatientin ist jetzt 6 Jahre alt. Sie hat den Schlaganfall mit 3 Jahren bekommen. Und eine Patientin, die ist jetzt 30 und hat ihren Schlaganfall mit 14 bekommen. Also es gibt wirklich auch juvenile Schlaganfälle. Depression, das sind wir im Millionenbereich. 4 Millionen. Es wird geschätzt, dass das 5 Millionen werden innerhalb ganz kurzer Zeit. Das liegt aber an der aktuellen Situation. Dann haben wir Demenz, jetzt mit 1,5 Millionen, irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen. 2050 wird sich die Zahl verdoppelt haben. Wenn man Diabetes mellitus nimmt, die Zuckerkrankheit, jetzt schon bei 6 Millionen, auch das im Zunehmen, gerade der Typ 2, der immer Jüngere befällt, und der autoimmune Diabetes Typ 1, der immer mehr Ältere befällt, dieser LAN-Diabetes. COPD, das ist eine obstruktive Lungenerkrankung, also eine Lungenenge, auch schon 5 Millionen, mit steigender Tendenz. Und dann haben wir 84, glaube ich, sind es jetzt, wenn man sie zählt, aber mit einer gewissen Dunkelziffer, ich schätze mal so um die 100 verschiedene Autoimmunerkrankungen. Das sind Erkrankungen, bei denen der Mensch was gegen sich hat, also die sozusagen die Immunzellen gegen eigene Körperzellen loslegen. Und das sind immerhin weltweit 5-8% der Bevölkerung. Und diese Autoimmunprozesse, die gehen dann los, wenn das Immunsystem falsch programmiert wird. Also da können wir mit einer größeren, mit einer deutlichen Vermehrung rechnen. Polarmedizin habe ich schon mal angesprochen, nur es kommt zu wiederholen. Es sind verschiedene Methoden, die da eingeflossen sind, verschiedene Verfahren. Das sind sehr wissenschaftliche Verfahren, diese mathematisch-physikalische Medizin zum Beispiel, ist etwas, was sehr modern ist. Die Mathematik dazu, die ist 2010 erst so richtig entwickelt worden, also die ist gerade mal 10 Jahre alt. Und diese Mathematik erlaubt es uns, in Echtzeit Prozesse auf zellulärer Ebene zu verfolgen. Und das ist natürlich hochgradig spannend, wenn ich tatsächlich sehen kann, wie sich Neuropeptide oder Immunglobuline und sowas verhalten durch während der Behandlung. Das ist schon sehr spannend. Ich habe da so ein Gerät,
Und da bin ich Cheftrainer auch auf diesem Gerät. Ich habe so zum Prinzip gemacht, wenn mich ein Gerät interessiert, dann werde ich Trainer, weil dann habe ich es wenigstens verstanden und kann das weitergeben. Deswegen, da bin ich Cheftrainer auf diesem System, dem Erich-System. Und das macht eine Spektralanalyse des Elektronenfeldes des Körpers. Das ist eine hochspannende Angelegenheit, kann ich jetzt sagen. Diese Wavelet-Transformation, diese Mathematik dahinter, die ist klasse. So, dann bin ich im informationsmedizinischen Bereich ja auch schon wirklich lange tätig, eben auch als Präsident der Akademie für Energiemedizin. Arbeite mit einem anderen System noch, das nennt sich die Time-Over-Systeme. Diese pulsierten elektromagnetischen Felder, das ist auch eine hochspannende Sache, weil wir eben ein Informationsfeldsystem sind und über diese Felder auch angesprochen werden können. Die EMF-Card, Electromagnetic Field Card, ist ein ganz kleines Gerät. Wenn ich eins finde hier in der Praxis, kann ich es euch mal zeigen. Das ist so Scheckkarten groß und hat eine ausgesprochen tolle Wirkung bei Schmerzen oder zum Entspannen oder kann auch anregen. Es hat zwei verschiedene Seiten. Die Venus Pyramid, das ist ein ganz neues Ding. Wirklich eine wunderschöne Pyramide. So 25 cm hoch und entsprechend natürlich geformt. Damit können wir alle möglichen Altlasten ausleiten, ob es jetzt orthopädisch ist oder urologisch oder psychologisch. Das ist eine hochspannende Sache. Die Behandlungsdauer liegt so bei 20, 30 Minuten. Das wird ganz speziell auf den Patienten eingemessen und eingeschwungen. Und die Patienten, die damit behandelt werden, sagen, boah, ja, das hat richtig gut getan. Die spüren von Anfang an diese Wirkung. Also es gibt tolle Sachen. Dann bin ich nach wie vor natürlich in Akupunktur. Das heißt, ich setze immer noch viele Nadeln pro Jahr. Ich hatte früher mal 100.000 Nadeln, jetzt sind es vielleicht noch 10.000 im Jahr. Die kontrollierte Akupunktur ist eine Technik, bei der man den Körper fragt, wo er gerne die Nadel hätte. Also man findet die Punkte durch Test und nicht durch Katalog. Es gibt eine, wie bei mir in der Praxis, eine ausgedehnte Störhirt-Diagnostik. Da geht es zum Beispiel darum, ob ein Zahn, ein Mandel, Operationsnarben, auch innere Operationsnarben, ob die einfach stören und den Menschen an der Heilung behindern. Dann arbeite ich gerne auch mit homöopathischen Substanzen oder mit Essenzen. Bachblüten zum Beispiel sind wunderbar. Mit Techniken wie NLP kennt wahrscheinlich jeder von uns, neurolinguistische Programmierung. Thought Field Therapy, TFT. Emotional Freedom Techniques, EFT. Das EMDR, das ist eine Traumatherapie. Und DBT ist auch eine Traumatherapie. Ganz neu, sie ist vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, hochspannend, sehr klasse. Man bekommt sehr tiefe Traumata innerhalb von oft einer Sitzung oder zwei Sitzungen raus. Also ganz komplexe Traumata lösen sich ganz schnell. Wunderbare Technik, von einer Australierin erfunden oder entwickelt, Sehr viel sprechende Medizin, dass ich unterhalte mich gerne mit meinen Patienten und die kommen dann im Gespräch drauf, was mit ihnen los ist. Auch immer klasse, finde ich immer schön. Dann leiste ich mir ab und zu mal so schöne Sachen wie geistiges Heilen. Ich habe beim Gerhard Klügel Aura-Chirurgie gelernt. Das wende ich halt auch schon mal an. Wenn ein Patient nicht weiter weiß und ich auch nicht, dann machen wir halt Aura-Chirurgie. Und Bewusstseinsmedizin natürlich auch. Ich denke, das wird auch noch mehr kommen. Das wird einen größeren Anteil auch in meiner Medizin noch einnehmen. Da geht es um Meditation, um Yoga, also verwandte Sachen. Ja, und da gibt es dann so Isha Kriya-Yoga oder Sadhguru kann ich nur empfehlen. Das ist ein Weiser, der auch mit dem Motorrad mal durch die Gegend fährt. Richtig bodenständiger Weiser, Guru, finde ich klasse. Einfach schön. Yogananda ist schon ein bisschen älter, als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das Global Energy Parliament, das hat eine eigene Yoga-Art mit Swami Isha als Guru. Hochspannend auch, kann ich nur empfehlen. Global Energy Parliament. Da bin ich der Gesundheitsminister dieses Parlaments, das ist weltweit tätig. Also ich habe da sogar eine Funktion. Auch deswegen schon, deshalb kann ich es nicht empfehlen. Aber das ist, wer da was wissen möchte über das Global Energy Parliament, es gibt eine wirklich aktive deutsche Sektion. In Jena ist die Geschäftsstelle. Da kann ich euch gerne weiterleiten. So, gehen wir mal ran. Warum bin ich krank? Also, was könnten die Gründe sein, krank zu werden? Ich habe jetzt nur mal ein paar Sachen raus. Ja, ne, diese Blätter außenrum, die hätten also viel mehr sein können, aber wir sind auch nicht ewig beieinander heute. Diese vier möchte ich mal genauer betrachten und wir fangen mal mit der Umwelt an. Also was ist in der Umwelt möglich, um uns krank zu machen? Kennt jeder so ein bisschen die Gifte, ja? Toxische Umgebung,
Gifte in der Luft und im Wasser werden immer mehr. Schimmelbefall hochgradig gefährlich. Also da gibt es Schimmel, die sind also wirklich tödlich auch, aber machen sehr viel krank, die Schimmel. Und Stäube, nicht nur Feinstäube, sondern auch grobe Stäube. Und mindestens genauso schlimm, nein, eigentlich schlimmer, denn wir haben hier mit 60-70% aller chronischen Krankheiten auch in den Ursachen zu tun. Toxische Beziehungen. Das muss nicht immer Ehegatte und Ehegattin sein oder Partner, Lebenspartner. Das kann auch die sprichwörtliche Schwiegermutter mal sein oder andere Energievampire, gierige Menschen, neidige Menschen. Das kann natürlich auch das Kollegium sein. Ich habe viele, viele Lehrer in meiner Klientel und ich habe auch viele in meiner Klientel, die aus Orchestern stammen oder anderen Gruppierungen, die halt auch aufeinander angewiesen sind. Das ist auch eine ganz hochspannende Gruppe, ist das. Und natürlich ist der Job als toxische Beziehungsebene geeignet. Deswegen gibt es dazu auch eine eigene Folie. Ja, warum bin ich krank im Job? Was kann das sein? Ich kann halt Narzissten als Boss haben. Oder Leute, die nicht führen können. Ich kann jemanden haben, der halt die Leute managt und nicht führt. Das führt immer zu Konflikten. Ich kann aber auch auf der Mitarbeiterebene Schwierigkeiten haben. Da nennt man es halt dann Mobbing. Ja, das ist dann, wo das Betriebsklima nicht stimmt, wo Ausgrenzung gemacht wird, jetzt immer mehr, ne? Und wo ein wirklich offensichtliches, ungerechtes Leistungsprinzip herrscht. All das sind Gründe, krank zu werden. Mobbing muss man sich auch ein bisschen verdienen. Viele, die gemobbt werden, haben einfach die Preise verdorben. Dann werden die halt sozusagen dafür bestraft. Wir müssen herausfinden, warum wird jemand gemobbt und warum leidet er unter dem Mobbing. Und warum ist er immer noch in diesem Job? Doch, gehen wir mal in den Begriff Stress rein. Da sind wir jetzt dann, warum bin ich krank immer noch? So, es gibt halt akuten Stress. Das ist, wenn man auf die Intensivstation kommt, ohne es vorher geplant zu haben. Ja, wenn man Notoperationen oder notfallmäßige Behandlungen über sich ergehen lassen muss. Unfälle hat. Ja, da muss auch nicht so viel passieren. Das reicht ja, ne? Oder akuter Stress, auch mal bei einer Prüfung, das ist auch ein akuter Stress. Und es gibt den permanenten Stress, zum Beispiel die Verfügbarkeit, Tag und Nacht, 24/7, 24 Stunden am Tag, die ganze Woche. Das leisten sich immer noch viele, aber die meisten haben schon gelernt, dass das Blödsinn ist. Der Verzicht auf Pausen, das Durchmachen ist ein Unfug. Und ich muss immer sagen, dass ich habe auch mal 20 Jahre geraucht von 1966 bis 1986. Die Raucher haben es gut, die machen Raucherpausen. Das heißt, die strukturieren ihren Tag, indem sie Raucherpausen machen. Da denkt sich keiner was davon, wenn einer mal rausgeht zum Rauchen. Und ich empfehle den Nichtrauchern, Nichtraucherpausen zu machen. Also so zu tun, als wären sie Raucher und auch Pausen zu machen. Nichtraucherpausen. Und auch nicht begründen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt rauchen würde, würde ich jetzt rausgehen und 3 Minuten Pause machen. Der Nichtraucher hat den Vorteil, dass er tatsächlich frische Luft schnappen kann, was der Raucher schon ein bisschen schwerer hat. Stress kann auch dadurch entstehen, dass man Schlafmangel hat oder überhaupt nicht schlafen kann. Der Schlafmangel und überhaupt nicht schlafen kann aber auch entstehen, weil man so unter Stress steht. Das ist in der Regel so eine Spirale, die sich gerne immer wieder selbst sozusagen unterhält. Wenn ich sehr lange bis in die Puppen mich mit meinen digitalen Endgeräten beschäftige, also mit meinem Smartphone oder mit dem Tablet oder sonstigen Bildschirm, mit LED-Bildschirmen oder sonstigen Displays, dann simuliere ich für unser Hirn durch das blaue Licht, dass der Morgen graut. Und wenn der Morgen graut, dann fangen wir nicht an einzuschlafen, sondern dann fangen wir an aufzuwachen. Also wer lange mit diesen Bildschirmen arbeitet, hat es dann schwieriger einzuschlafen, weil das Hirn schon das Melatonin runterfährt und sagt, ey, pass auf, wir müssen eh gleich wach werden. Insofern kriegen wir eine massive Störung im Melatoninhaushalt. Und viele Menschen nehmen dann eben Melatonin, 1 Milligramm oder 3. Das kann eine Zeit lang helfen, aber ist ja nicht hochgefährlich, weil der Rest vom Körper halt immer noch in diesem Stressmodus ist. Zum Stress tragen auch Koffeingenuss und Alkoholgenuss bei. Wer also so 8 bis 10 Espresso trinkt oder Kaffee, der wird seinen Stresslevel automatisch erhöhen.
weil es seine Nebenniere mit Adrenalin sozusagen fast schon überfordert. Die produziert unendliche Mengen von Adrenalin. Im Lifestyle könnten wir auch noch ein paar Ursachen finden. Da geht es um unregelmäßige Mahlzeiten, natürlich auch den Schlafmangel. Fettsucht, Zuckerkonsum, auch die künstlichen Süßstoffe, Aspartam und so, die sind hochgefährlich, die sind wirklich giftig. Man wusste schon zum Zeitpunkt der Einführung, dass die hirnschädigend sind. Aber geht es um Kommerz, dann wurden die trotzdem zugelassen. Wenn wir zu viel sitzen, es gibt auch den Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Also die Leute, früher sind die Leute halt am Rauchen gestorben, heute sterben sie am Sitzen. Die Ernährung ist halt wichtig, dass wir auf bestimmte Sachen achten oder sie rauslassen, schlichtweg. Wir sollten deutlich mehr auf den Darm achten, weil die Dysbiose, das heißt die Fehlbesiedelung des Darms mit irgendwelchen Bakterien, die da nicht hingehören, ist ein großes Übel. Und die nächsten beiden gehören auch zum Darm. Ich weiß nicht, wer das kennt, SIBO und SIO. Small Intestine Bacterial Overgrowth und Small Intestine Yeast Overgrowth. Das heißt, das eine ist eine bakterielle Überbesiedelung des Dünndarms und im anderen Fall sind zu viele Pilze im Dünndarm. Schwer zu diagnostizieren, aber hochgradig Ursachen von chronischen Krankheiten. So, jetzt gehen wir mal zum, warum bin ich krank? Also wir schauen uns jetzt mal das Ich an. Und da geht es um so ganz persönliche Sachen wie die Genetik, also die strukturell über die DNA vermittelten Sachen und die Epigenetik. Das sind auch genetische Sachen, aber nicht strukturell DNA, sondern über die Lebenserfahrung. Und die zeigt sich eher in der Schalterstellung an den Genen, also welche Gene sind eingeschaltet und welche nicht. Das kann man zum Beispiel so vergleichen, Genetik, es wird ein Haus vererbt, das ist die DNA, die Struktur. Und die Epigenetik entscheidet, in welchem Raum Licht brennt. Und das können wir verändern. Also wir können sowohl in der DNA-Struktur Veränderungen vornehmen, mental auch wirklich, aber Epigenetik ist viel einfacher, viel leichter. Also die Schalterstellung zu verändern ist, ich will nicht sagen easy, aber viel, viel leichter als strukturelle Änderungen. So, dann haben wir alle eine Familie in irgendeiner Form. Die persönlich prägende Umgebung ist natürlich auch entscheidend, wenn es darum geht, warum ich krank sein könnte. Der Erziehungshintergrund, alle, die sich eingemischt haben in die Erziehung, ja, sind damit zu nennen. Alle möglichen Konflikte, die ich erlebt habe und wer mir geholfen hat und wie mir geholfen wurde, diese Konflikte zu lösen. Das unterscheidet uns sehr und deswegen sind auch unterschiedliche Lösungen bei Krankheiten möglich. Natürlich die Umwelt, in der wir groß werden, ob es zu laut ist, zu hell, überhaupt unwirtlich, staubig oder was auch immer. Der Lifestyle, den ich kennengelernt habe, natürlich auch die Lebensqualität, die mir auch vorgelebt wurde. Und der Unterschied zwischen Fülle und Erfüllung. Also Fülle, da sind wir alle trainiert, du musst halt ein Haus haben und einen Garten und was weiß ich, großen Bildschirm und Kinderdruck. Und viele Leute haben das auch erreicht, aber sind todunglücklich, weil sie es halt mit der Erfüllung nicht hinbekommen haben. Und ich rate, die Erfüllung in die Priorität zu setzen und nicht die Fülle. Und da habe ich mich natürlich lange damit beschäftigt und auch entsprechende Sachen zum Anbieten. Also wenn es darum geht, diese Aktivierung zur Selbstheilung, nenne ich das, zu machen und aus diesem Schlamassel rauszukommen, da gibt es Sachen, do it yourself, ja, dass man lernt, das selber zu machen oder mit Unterstützung. Da sage ich dann später noch ein bisschen was dazu. Und ich habe, wie es am nächsten Wochenende auch noch einen Workshop anzubieten, am Wochenende, wo wir wirklich ganz tief in diese Themen eintauchen und viel lernen, um da wieder rauszukommen. Also kann ich natürlich empfehlen, kleine Wochenende, jetzt das kommende Wochenende, ein 2-Tages-Workshop online. Und ich gehe davon aus, dass wir so Mitte des Jahres das vielleicht auch wieder Präsenz machen können. Und dann wird es richtig spannend. Aber der Online-Workshop funktioniert auch gut. Haben wir auch schon mehrfach gemacht. Läuft sehr gut. Es geht um Holarmedizin. Es geht um Futur 2-Methode. Die erkläre ich heute auch noch. Es geht um die 5. Dimension, wie wir die nutzen können, um weiterzukommen. Es geht um das Heilungsnavi, das ich schon angesprochen habe. Und es geht um dieses Magic Medical Coaching. Und was unterscheidet jetzt meinen Ansatz von denen anderer? Und das ist vielleicht dann auch der Zeitpunkt nach der nächsten Folie, dass ihr eure Fragen stellt, wenn ihr welche habt,
Schaut euch mal diese Folie an. Die meisten fangen an, wenn es ihnen so richtig mies geht. Also links unten bei 1, bei minus 100, da fangen die meisten an, wenn sie krank sind. Also wenn sie keine Lösung für sich haben. So, dann geht's weiter. Bei Punkt 2 ist es schon ein bisschen besser. Bei Punkt 3 ist es ganz okay. Und da hören die meisten auf. Das heißt, die tun dann nichts mehr, weil es geht ihnen ja schon ganz okay. Das reicht vielen. Und dann folgen sie der gelben Linie und sind in absehbarer Zeit wieder unten bei mies. Das ist so das Feuerwehrprinzip. Ich warte, bis es brennt, dann lösche ich. Und dann warte ich halt wieder, bis es brennt. Das ist nicht meine Art. Also das, wenn Patienten das von mir verlangen, sage ich, dann sind wir nicht wirklich ein Paar. Ich biete andere Sachen an. Ich biete an, dass es weitergeht. Dass wir eine stabile Besserung einlegen. Und dass wir zum Punkt 5 kommen, wo das so richtig wow ist, die Gesundheit. Die Herausforderung besteht darin, zwischen Punkt 3 und Punkt 5, den Menschen geht es ja schon gut. Das heißt, die haben keine großen Beschwerden mehr, die sie eigentlich zum Arzt drängen täten. Das, was wir zwischen Punkt 3 und 5 machen, ist, dass wir ein Gesundheitsguthaben anlegen. Ja, von 1 bis 3, das ist, dass wir gerade mal so den Dispo ausgleichen. Ja, aus dem Miesen rauskommen auf 0. Aber wer immer nur den Dispo ausgleicht und nicht lernt zu sparen, wird immer wieder im Dispo landen. Und so ist es bei der Krankheit und Gesundheit auch. Erst wenn ich bei 3 weitergehe und mir so ein Gesundheitsguthaben anspare, dann kann mir bei 5 sogar mal was passieren und ich falle vielleicht auf das geht so, auf die Nulllinie zurück und nicht auf minus 100. So, und das ist also mein Angebot für meine Patienten. So nach dem Motto, seid ihr bereit, auch weiterzumachen, wenn es euch schon gut geht, damit wir hinten dran so ein bisschen Polster haben. Und die meisten meiner Patienten sind einverstanden und gehen den Weg, und haben auch wirklich die Erfahrung, dass sie dann mal einen Zustand im Leben erfahren an Selbstbestätigung und an Lebensfreude, den sie bisher noch nie gekannt haben. Weil der Körper einfach nicht mehr dazwischen kommt. So, und jetzt will ich mal die Bildschirmpräsentation ausschalten und stehe euch gerne für Fragen zur Verfügung, wenn sich welche angehäuft haben sollten. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Folien. So, dann komme ich mal kurz zu dir, lieber Volker. Dann brauchst du nicht angestrengt zu lesen. Herzlich willkommen, lieber Volker. Genau, ja, und ihr könnt ruhig weiter schreiben. Ich würde gerne Fragen natürlich haben, die so von allgemeinem Interesse sind. Denn wenn wir jetzt anfangen, alle Krankheiten hier den lieben Volker analysieren zu lassen, ich glaube, dann kommen wir heute nicht zu einem Ende. Aber wir fangen jetzt mal an mit etwas allgemeineren Fragen. Die haben wir nämlich auch im Chat. Ganz schön. Was heißt denn Holar und wofür steht denn das Holarmedizin? Also Holar ist ein Kunstbegriff. Der ist mir 2000, weiß ich nicht, schon viele Jahre her, also bestimmt 15 Jahre her, mal eingefallen. Da ist holistisch mit drin, also ganzheitlich. Da ist archaisch mit drin, nicht im Sinne von alt und vergessen, sondern aus Tradition entstanden, belastbar. Und deswegen habe ich das mal zusammengepackt und habe den Begriff Holarmedizin einfach geprägt. Ich habe mir das tatsächlich markenrechtlich auch schützen lassen. Und das darf man also auch nicht klauen, diesen Begriff. Und darunter verpacke ich dann die verschiedenen Methoden, Essenzen und das, was ich selber entwickle, um ein breites Spektrum an Beschwerden, Krankheiten und sonstigen Besorgnissen abzudecken. So ist es Holar entstanden, ein Kunstbegriff. Mhm. Super, gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Was ist der Unterschied zwischen Seele und Spirit? Oh, das ist ein großer Unterschied. Teil 2 noch dazu vielleicht vorher. Ist Seele mein Teil vom großen Spirit? Die Seele ist der Kanal der Verbindung meiner jetzigen Präsenz und dem Spirit, wo ich herkomme, zu meiner eigenen Quelle. Sozusagen die Nabelschnur, die permanente Nabelschnur meiner Inkarnation zur Quelle. Also mit der Seele bin ich immer mit der Quelle verbunden. Ich kann auch nicht abgerissen werden. Und wenn die Inkarnation hier unten endet, dann wird diese Nabelschnur sozusagen wieder eingezogen und steht dann für eine andere Inkarnation zur Verfügung.
Also Spirit ist die geistige Welt und wir sind durch diese Seele immer wieder auch mit der geistigen Welt verbunden. Die Seele kann krank werden. Auch der Geist kann krank werden. Aber die Seele kann nicht sterben. Die kann man natürlich dann immer wieder auch ein bisschen aufpeppen. Das ist ja unsere Aufgabe hier. Die Seele möchte auch gerne ein paar Erfahrungen machen und setzt sich eben dieser körperlichen Inkarnation aus. Erfahrungen zum Beispiel, wenn ich als Lichtwesen einen Kuss oder eine Umarmung lernen will oder erfahren will, das ist schwer, also als Lichtwesen. Aber wenn ich eine körperliche Präsenz habe, dann kann ich tatsächlich eben diese Gefühle, diese Empfindungen sind es ja eher, mal wahrnehmen. Und deswegen brauchen wir ab und zu mal eine körperliche Inkarnation, um solche Erfahrungen auch zu machen. Ich weiß gar nicht, also für mich ist es durchaus möglich, dass wir an verschiedenen Orten gleichzeitig inkarnieren und verschiedene Seelenanteile oder Anteile von uns an unterschiedlichen Orten sich da gerade breit machen und Erfahrungen sammeln. Das ist aber, wird sehr unterschiedlich gesehen in den Philosophien, aber ich halte es durchaus für denkbar. Sehr spannend. Dann kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff der Epigenetik. Den möchtest du nochmal kurz erklären, das wäre super. Ja, also der Begriff Epigenetik leitet sich allein sprachlich von Epi darüber und Genetik aus. Also man hat die Genetik. Das, was wir eben kennen als DNA und was wir in den Zellen eben sehen, diese Vervielfältigung. Und die Genetik ist eher das, was unsere Eiweiße herstellt, wie wir es bisher kennen. Da haben wir ja so den DNA-Strang, diesen doppelt gedrillten. Und der wird dann immer ausgelesen. Da gibt es eine RNA und dann wird die RNA nochmal ausgelesen und da werden dann Eiweiße draus gemacht, Proteine. Und das ist der eine Teil. Es gibt einen anderen Teil der DNA, das ist sozusagen die Sprache unserer Zellen, das ist die Verbindung mit der Außenwelt über Frequenzen. Und dann gibt es noch einen anderen Anteil, den hat man erst so, ich denke, vor 15 bis 20 Jahren entdeckt. Bruce Lipton ist einer dieser Vorkämpfer und ich denke, es war so 2009 oder als das so auf den Markt kam, so richtig. Man hat festgestellt, dass an den Genen Schalter sind und dass von der Schalterstellung abhängt, welches Gen eingeschaltet ist und sozusagen Proteine produziert oder nicht. Und dass über diese Schalterstellung deutlich mehr gemacht wird als eben nur Proteinsynthese, sondern dass darüber auch Lebenserfahrung zum Beispiel weitergegeben wird. Man hat gesehen, dass Menschen, die aus Familien stammen durch Adoption und Ähnliches, in denen Krebs keine Rolle spielt, dass die in eine Familie rein adoptiert werden, in der Krebs sozusagen seit Generationen eine Rolle spielt, dass die plötzlich auch Krebs bekommen. Und andersherum auch, dass Menschen, die eigentlich aus einer krebsdisponierten Familie stammen, in einer nicht krebsdominierten Familienkulisse keinen Krebs bekommen. Dass Menschen, deren Vorfahren Hungersnöte überstanden haben, ganz andere Essstörungen haben, als Menschen, denen das nicht bei den Vorfahren passiert ist. Ich selber habe viele Patienten schon gesehen mit ADHS, also diesen Aufmerksamkeits- und Störungen mit oder ohne Hypermotorik und habe immer wieder feststellen können, auch, und das wird auch von anderen natürlich bestätigt, dass wir hier die Gewalterfahrung der Großeltern meistens auch wieder gespiegelt finden. Das kann Kriegserfahrung sein, das kann andere Gewalterfahrung sein. Aber das haben wir ganz häufig als Basis für eine ADHS-Erkrankung von Jungs speziell, aber auch von Mädels. Da ist aber ADHS, diese Kombination, seltener. Die haben meistens ADS. Und solche Sachen spielen einfach eine Rolle. Und das ist ganz spannend, weil wenn man das wieder verbindet, diese Epigenetik mit den Vorstellungen, was bei uns im Vorfahren passiert ist, dann wird manches klar einfach. Und man muss eben jetzt wissen, und das dürfen wir wirklich annehmen, dass wir epigenetisch viel mehr zur Kontrolle und zur Korrektur fähig sind, als auf der genetischen Seite, also mehr, zumindest einfacher. Wir können die Schalterstellung unserer Gene beeinflussen. Und das kann man auch lernen. Also man kann durch eigene Projektion, durch Vorstellungen, durch Rituale, durch Techniken dazu kommen, epigenetische Faktoren zu verändern. Super. So, die restlichen Fragen sind alles spezifische
Krankheitssymptome. Wollen wir da mal kurz ein Blitzlicht drüber machen? Kannst du gerne mal eins aussuchen, was häufiger genannt wird? Ja, natürlich. Wie wäre es also? Traumata sind heute ein ganz großes Problem. Ne? Ja. Das würde ich gerne auf jeden Fall rausnehmen als Beispiel. Ja, Trauma ist ein Begriff, der immer mehr kommt, da hast du ganz recht. Liegt aber auch ein bisschen an der Situation, in der wir halt leben. Ja. Viele haben Traumata als Kind erlebt, also sagen wir mal, wer nicht. Die Frage ist, wie er damit umgehen konnte, umgehen durfte, wie alt er war, als diese Prägung stattgefunden hat. Und genau diese Altlasten, diese Traumata in der Kindheit, definieren auch ein bisschen die Möglichkeiten, mit Traumata aus dem Jetzt umzugehen. Wer Traumata, schwere Traumata erlebt hat, wird durch jetzige Herausforderungen viel stärker retraumatisiert, also in eine Hilflosigkeitsstufe zurückgebeamt, als jemand, der Traumata erlebt hat, aber zwischenzeitlich Möglichkeiten gelernt hat, mit Konflikten und solchen Sachen umzugehen. Und deswegen sind auch meine, ich gebe auch Seminare, Krisen meistern oder stark und gesund aus der Krise. Deshalb sind die Lösungen auch sehr individuell. Also wenn ich, was weiß ich, 30 Teilnehmer habe, werden wir am Ende des Seminars 30 unterschiedliche Lösungen haben, wie die Leute aus der Krise kommen. Weil jeder andere Traumata sozusagen im Gepäck hat. Bei chronischen Krankheitsprozessen ist das Loslösen der Traumata ganz wichtig, weil die einfach einschränken. Wir haben aufgrund von Traumata Angst. Wir fühlen uns aufgrund von Traumata nicht in der Lage, etwas zu tun. Und diese Traumata sind nicht offensichtlich. Die sind in ihrer Folge so schön abgespeichert, dass man selbst nicht drankommt, weil man das Unterbewusstsein sagt, ey, wenn ich dich da dran lasse, geht das gleich nochmal los. Deshalb wird es schön eingepackt, schön schwarz in so einen Schatten gelegt. Aber es ist halt nicht weg. Es ist verdrängt und oszilliert. Also wenn das gleiche Thema nochmal im Leben auftaucht draußen, das ist wie so eine Stimmgabel, die dann mitschwingt. Und unser Verhalten absolut beeinflusst. Also wir glauben, dass wir rational handeln, was eine völlige Illusion ist. Ja, Affekthandlungen zum Beispiel sind fast immer traumabasiert. Und die sind in Lichtgeschwindigkeit, sind die draußen. Da sind die Gedanken viel zu langsam, um zu erkennen, dass wir schon reagiert haben aufgrund von alten Verletzungen. Und das ist eine der Schwerpunkte auch von meiner Arbeit, dass wir diese Traumata erkennen. Wir müssen sie nicht durchleben, definitiv nicht. Wir müssen sie erkennen, ihre Wirkung beurteilen und dann ganz gezielt auflösen und für die Zukunft sozusagen unschädlich machen. Darum geht's. Es geht nicht darum, irgendeinen Schuldigen zu finden oder zu besiegen oder irgendwas. Nee, loslassen, rausschmeißen. Nämlich so ein Brikett aus dem Rucksack rausnehmen und liegen lassen. Zack, um mehr geht's nicht. Und das sind diese Traumata, die können unterschiedlich alt sein. Wenn zwei Menschen die gleiche gefährliche Situation erleben, haben bei diesen beiden Menschen völlig unterschiedliche Traumata erlebt. Also sehr individuell, sehr persönlich. Dann packen wir noch eine raus, weil wir sind schon eine halbe Stunde vorm Ende und wir haben noch eine Menge von dir zu erwarten, wie ich weiß. Vielleicht noch ein Tipp. Wie ist der Erfolg deiner Methodik für Menschen, die einen schlechten Zugang zu ihren Körperempfindungen haben oder auch nicht visualisieren können? Ja, visualisieren muss man nicht. Es gibt Leute, die können die Aura fühlen, die sehen die nicht. Manche Leute sehen sie, können sie nicht fühlen. Also welche Sinne man einsetzt, um da weiterzukommen, ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, es muss jemand sein, der ein bisschen experimentierfreudig ist. Also wenn jemand sagt, ich bleibe aber gerne in meinem kleinen Rahmen und möchte meine Komfortzone nicht verlassen und so, dann kann ich sagen, na, dann komm halt immer nur dahin, wo sie jetzt schon sind. Und dann ist er bei mir halt falsch. Aber das sind ganz wenig. Wie man sagt, so unter 1%. Die meisten Patienten kommen ein bisschen angewärmt zu mir. Das heißt, die haben schon mal von mir gehört oder sind empfohlen von jemandem, wo das geklappt hat. Mhm. Und Körperempfindungen, ja. Wir müssen immer schauen, wie sich das auswirkt. Und vielleicht noch ein Begriff, der auch vorhin hätte schon fallen können, die Prägung. Wir haben eine gewisse charakterliche, persönliche Prägung mitbekommen. Genetisch, erziehungsmäßig, aber schwerpunktmäßig auch wirklich genetisch und transgenerational sozusagen formiert. Ein sehr krasses
Beispiel, das ich schon mal verwende. Meine Beispiele sind immer so ein bisschen sehr deutlich. Also man kriegt ein Kaltblut nicht zum Traber umtrainiert. Auch wenn der noch so gerne auf die Trabrennbahn geht und sich ein Sulky anspannen lässt und gerne mitfliegt, aber das schafft er halt nicht. Und der Traber wird vielleicht auch nicht die großen Lasten ziehen können wie so ein Kaltblut. Also wir müssen schon schauen, wenn ein Mensch eher Kaltblut ist, dann muss er nicht unbedingt traben lernen. Und wenn einer ein Traber ist, muss er halt nicht unbedingt schwere Lasten ziehen lernen. Es wird im Live-Coaching immer vermittelt, du kannst alles werden und machen, du musst dich nur wirklich anstrengen. Dann sage ich, nein. Wir müssen erkennen, welche Prägung hat der Mensch und ihm im Rahmen seiner Prägungen das empfehlen oder ihn das finden lassen, was ihn sozusagen zu einer optimalen Form auflaufen lässt. Und ihm vielleicht sogar mal etwas abgewöhnen, wo er sagt, ich will aber Traber werden. Und dann sieht man, was siehst du nicht hier, so großes, geiles, ne? Großes Kaltblut. Und das muss man ab und zu mal tun. Und wenn die Menschen das erkennen, dann ist denen schon geholfen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es gibt Leute, die beklagen oder sind traurig und depressiv, weil sie nicht teamfähig sind oder weil sie sich in Teams nicht wohlfühlen. Und das möchten sie gerne lernen und besser werden. Und dann mache ich mit denen mal so eine Untersuchung. Das heißt 64 Keys, heißt das System, basiert auf einem Human Design Programm, aber ist deutlich erweitert. Und dann stellt man fest, dass dieser Mensch ein Individualist ist. Ein Individualist wird nicht teamfähig werden. Er soll es auch gar nicht werden wollen. Der soll seine Beiträge wunderbar leisten und sie dem Team zur Verfügung stellen. Und das Team darf damit arbeiten, aber er muss nicht Freude dran haben, im Team was zu machen. Ein anderes vielleicht eher so ein Entertainer, der braucht seine Bühne. Von dem darf man vielleicht nicht so die Tiefe erwarten, in der er ein Problem löst. So, und das sind so diese Sachen, die ich halt mit berücksichtige, wenn ich jemanden behandle, sage, schauen wir an, was so ihre Grundneigung und ihre Grundfähigkeiten sind. Und die Stärken zu fördern, ist viel effektiver nachhaltig als Schwächen auszugleichen. Wenn man Schwächen ausgleicht, wird man vielleicht mittelmäßig. Aber wenn ich Stärken fördere, dann komme ich in diese Wow-Zustände. Und das für die meisten einfach besser. Wunderbar. Dann machen wir erstmal ein bisschen weiter wieder in deinem Programm, bis wir nochmal nachher kurz in die Fragen weitergucken. Genau, du kannst mich ja stoppen und anhalten, wenn ich so. Ja. Das machen dann unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir schreiben also, gehen wir jetzt mal weiter. Das war das Letzte, was wir gesehen hatten. Und dann gucken wir uns das mal an, wo es hier weitergeht. Das Eisbergprinzip habt ihr wahrscheinlich alle schon mal kennengelernt. Wenn dieser Eisberg da im Wasser schwimmt und ich habe unten eine Strömung, die von rechts nach links geht und oben einen durchaus starken Wind, der von links nach rechts bläst. Wohin wird sich dieser Eisberg bewegen? Da werde alles sagen, wahrscheinlich von rechts nach links, weil die Strömung halt dominiert. Genau darum geht's. So, hier oben beim Wind habe ich meine Ziele, meine Intention, meine Rituale, meine Fokussierung, alles, was man so im Management lernt. Ja, und da unten habe ich die Glaubenssätze und die Gewohnheiten und die Süchte, Traumata und die Prägungen. So, jetzt könnt ihr da oben blasen, wie ihr wollt. Wenn da unten die Strömung stark ist, geht der Berg nach links. Ja, da könnt ihr noch ein paar Ventilatoren oben hinstellen, da passiert nicht viel. Also muss ich da unten aufräumen. Und dann reicht vielleicht der Wind, der jetzt schon da ist, um diesen Eisberg zu stoppen und nach rechts zu bewegen. Und wenn es sein muss, muss ich halt noch ein bisschen da oben was hinstellen. Aber da unten, wenn ich die Strömung vergesse, werde ich oben nicht zur Richtungsänderung kommen. Und deshalb verzweifeln so viele in diesen Management-Seminaren, weil die ausschließlich da oben an der Windkategorie arbeiten. Ich muss unten in der Strömungskategorie arbeiten, da bin ich viel effektiver. Das gilt auch für chronische Krankheiten. Das gilt auch für Krebs. Das gilt also für viele, viele Sachen, kann man dieses Prinzip heranziehen. Ich muss mich um die Altlasten kümmern. Und das ist halt manchmal ein bisschen aufwendiger. Also ich muss ein gewisses Bewusstsein schaffen für meine eigene Erkrankung. Ich muss Hausaufgaben machen. Ja, ich muss einfach lernen, aus der Komfortzone mal rauszukommen. Und Komfortzone verlassen heißt, ich habe Angst und es tut weh. Und dazu muss ich bereit sein. Ein Ziel, das keine Angst macht oder ein Weg, der nicht weh tut, hat mit der Komfortzone nichts zu tun. Da bleibe ich schön in meiner Komfortzone. Also das gilt auch für chronische Krankheiten oder schwere Erkrankungen.
Und ich muss in meinem inneren Bild, in meinem Zielfoto, das ich vor Augen habe, die Heilung schon drin haben. Also ich muss die Fähigkeit schon entwickeln, mich als geheilte Persönlichkeit zu sehen. Ich muss sozusagen das Ziel im Kopf haben, und das ist auch das Kernobjekt sozusagen dieses Heilungsnavis, das ich da anbiete. Dass wie ein Navi das halt macht, wenn ich beim Navi ein Ziel eingebe, dann rechnet das Navi zurück, wie bin ich denn da hingekommen. Und so machen wir das ja auch. Also ich sehe mich sozusagen in der Heilung, drehe mich um und sage, wie bin ich denn da hingekommen? Was sind die Wege, da hinzukommen? Muss nicht nur eingeben. Und das ist diese Navigation. Das kann man durchaus lernen. Und ich will euch nochmal ein Beispiel suchen. Ich suche mal die entsprechende Folie raus dafür, damit wir uns nicht so in diesen allgemeinen Plätzen da verlieren. Dann machen wir mal hier so eine schöne Folie. Also jeder hat sein eigenes Informationsfeld, sehr individuell. Und da sind halt unsere Erfahrungen mit drin, da sind die Glaubenssätze mit drin, die Emotionen. Und wenn man eher so ein bisschen deutsch geprägt ist, dann hat man den Zwang zur Logik, alles muss richtig und logisch sein. Das sehen Afrikaner ganz anders, ja, in Australien. Aber hier muss der Zwang zur Logik sein. Und aus diesem Informationsfeld kann ich entweder mich selber krank machen oder gesund. Es ist ein Schalter. Der Aufwand, krank zu werden aus diesem Informationsfeld, ist genauso hoch, wie gesund zu werden. Ich muss nur den Schalter finden. Und das glauben wir viele nicht, aber ich kann es vielen, vielen tausendfach beweisen. So. Und woher weiß ich das? Wenn wir uns mit Krankheiten beschäftigen, können wir sagen, dass Krankheiten Ursachen haben. Und diese Ursachen haben Gründe, bestehen zu bleiben. Das heißt, ich habe eine Information, die irgendwas stört. Ich binde Energie dazu, forme das zu einer Ursache und POM zeigt sich als Symptom. Um es mal in ein Beispiel umzubrechen. Jemand hat Rückenschmerzen. Ja, so einen richtig schönen, einstrahlenden Schmerz da ins Bein runter, so einen richtigen schönen Ischias, eine Ischialgie. Dann sagt der Orthopäde, der Röntgen, und sagt, guck mal hier, Bandscheibenvorfall. Und jeder ist zufrieden und dann geht er mit einem Rezept für Physiotherapie und ein paar Schmerzmittel nach Hause und sagt, jetzt muss ich 4, 6 Wochen halt was tun oder operiert werden, irgendwas. Aber wir hören bei diesem gelben Kasten nicht auf. Wir sagen, ey, wieso, was ist denn dahinter? Was ist denn der Grund, warum der da so das hat? Und dann stellen wir fest, es ist das unerträgliche Leben. Der Rucksack ist einfach zu schwer. Das bricht ihm das Kreuz, also dieser Bandscheibenvorfall, ja, als Zeichen des gebrochenen Kreuzes. Und der Schmerz ist eigentlich nur die Alarmglocke, die dem sagt, ey, guck mal, da ist was völlig falsch in deinem Leben. Die Seele würde gerne einen völlig anderen Weg gehen. So, ich mache ein zweites Beispiel. Es gibt viele Patienten, viele Leute mit Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern und solche Sachen. Es denkt kaum einer dran, dass da eine Blockierung der Halswirbelsäule dahinter stecken könnte. Dazu Atlas, erster, vielleicht auch zweiter Halswirbel. Wenn man das osteopathisch angeht, hat der Patient oft ganz spontan keine Rhythmusstörung mehr für eine Zeit lang. Und wenn ich das immer wieder mache, dann kann ich den Zwischenpunkt 1 und 3 immer hin und her schieben. Ja. So eine Feuerwehrtherapie. Und wir schauen halt nach, was ist denn der Hintergrund? Warum renkt er sich quasi den Hals immer wieder aus? Und in vielen, vielen Fällen stellen wir fest, der hat überhaupt keine Peilung im Leben. Der hat keine Orientierung, wo es lang geht. Oder ist gerade in einer Krise, die ihm diese Orientierung quasi versaut hat. Der ist rausgeschmissen aus seinem schönen Leben und hat jetzt gerade keine Orientierung. Damit blockiert er oben, ja, Orientierung hat was mit Blickwinkel zu tun und sowas, seinen Atlas da oben. Und da läuft halt das autonome Nervensystem auch dran vorbei mit so ein paar Schaltstellen, diese Ganglien. Und wenn die irritiert werden, ist das wie so eine Art Wackelkontakt und das Herz muss darauf reagieren. Das ist gar nicht so selten. Die Kardiologen sehen das ungern, solche kausalen Bezüge, aber die sind einfach zu Hunderten und zu Tausenden da. Lass mal die Autoimmunerkrankungen noch kurz ansprechen, weil es halt wirklich 80 bis 100 gibt, wahrscheinlich sogar noch mehr. Es ist aber auch egal. Man erkennt sie gerade nicht. Die haben so ganz unspezifische Symptome. Man ist müde, dieses Fatigue. Ja. Es tun mal Gelenke weh. Man hat so ganz typischerweise so Wanderbaustellen. Mal dieses Gelenk, mal das Knie, mal eine Schulter. Man hat mal so Haarausfall. Das treibt dann gerne auch so die weiblichen Patienten zum Doktor und sagen, ich verliere ein bisschenweise meine Haare.
oder ich habe Ausschläge und sowas. Und die Medikamente, die dann verordnet werden, richten sich halt gegen diese Symptome. Aber wenn ich das eine Zeit lang mache, komme ich überhaupt nicht weiter, weil ich weder die Ursachen noch die Gründe für diese Krankheit erwische. Also ich bleibe tatsächlich immer auf der untersten Ebene. Und diese Symptome können sich auch noch unterscheiden, die können variieren, mit der Zeit sich verändern. Aber, und das ist jetzt die Good News, die guten Nachrichten, auch wenn es so ganz viele körperliche Manifestationen gibt, gibt es tatsächlich nur relativ wenige, sehr spezifische Trigger. Und das ist die Grundlage für unsere Behandlung. Ich kann mir vieles sparen, wenn ich die Trigger suche und die Ursachen für diese Trigger und die Gründe und dann damit Tabula rasa mache. Ja, und ein großer Begriff, der immer wieder hier auftaucht, das ist Entzündung. Also ich muss Entzündungstrigger finden, da gibt es jede Menge davon. Und Entzündung heißt nicht immer Infektion. Also eine Entzündung kann auch ohne Bakterien und sonstiges einhergehen. Aber eine chronische Entzündung ist ganz, ganz häufig der Auslöser für einen autoimmunen Prozess. Oder wenn das Immunsystem umprogrammiert oder auf die falsche Bahn gebracht wird, dann habe ich sozusagen die Autoimmunerkrankung schon vorbereitet. Also denkt dran, wenn ihr immer wieder dieselben Probleme habt, dieselben Schmerzen, dieselben Ausschläge oder sowas, da könnte der Beginn einer Autoimmunerkrankung dahinter stecken und den kann man ja dann irgendwann mal unterbrechen. Und je früher ich reinkomme, desto besser. Volker, kleine Unterbrechung. Kannst du den Vollbildmodus bitte machen? Im Moment sieht man die zwei Folien. Moment, dann gehen wir nochmal raus und wir teilen einfach nochmal anders. Danke. Bildschirmpräsentation, mal gucken, was jetzt passiert. Zweiter Versuch. Wie schaut es jetzt aus? Wunderbar. Na, wunderbar. Also, dann haben wir jetzt den großen Bildschirm. So, und ich will euch mal erzählen, wie ich so ein bisschen ins Informationsfeld reingehe, damit ihr auch diesen Weg seht. Ja, wir sind mit dem Informationsfeld verbunden, alle. Jeder von uns hat eine Repräsentanz in diesem Informationsfeld, können wir gerne Cloud nennen, deswegen auch die Wolke, also im kosmischen Feld. Und wenn ich diese Verbindung mir anschaue, habe ich hoffentlich zwei verschiedene Punkte da in der Cloud. Das sollte schon sein. Also ich denke, dass meine Frau einen anderen Punkt da oben hat als ich. Aber wir nutzen das auch aus. Ich kann mental geistig mich damit verbinden oder technisch. Also das ist zum Beispiel das Symbol für den Timewaver. Der kann sowas. Der kann mich dabei unterstützen, Verbindungen mit dem Patienten und dem Informationsfeld herzustellen und Informationen auszutauschen. Und das kann ich für den einen Patienten machen, das kann ich natürlich auch für den anderen Patienten machen. Ich kann in dieser Cloud arbeiten. Ich kann Daten über den Patienten in der Cloud erfassen. Wir können sogar Laborwerte ablesen. Mit 85% Genauigkeit würde ich sagen, reicht mir klinisch nicht, aber für so einen Überblick reicht das oft. Ja, Cholesterin, ob das jetzt 280 ist oder 250, ist fast egal, oder 300. Ich kann sehen, da ist was. Aber ich kann auch Informationen in die Cloud reinschreiben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird diese neue Information aus der Cloud von den Leuten, von den Patienten ausgelesen und umgesetzt im eigenen Körper. Also ich kann Medikamenteninformationen zum Beispiel dort hinterlegen. Und ich habe jetzt mal hingeschrieben, Chemo Online. Ich kann tatsächlich Chemotherapeutika in die Cloud reinschreiben und einen Tumor über die Ferne sogar versuchen zu behandeln. Da gibt es tolle Erfolge auch mittlerweile von Konstantin Meil und spanischen Kliniken, die das schon oft gemacht haben. Ich kann Krebszellen über die Verschränkung behandeln. Ich nehme Krebszellen aus einem Krebs, das macht mir der Chirurg, und behandle die Krebszellen sozusagen in einer Petrischale. Und der Originalkrebs im Patienten reagiert genauso wie der Krebs in der Petrischale. Und das sind so diese neuen Medizinen, die jetzt kommen, die über die Informationsfeldstrukturen gehen und wo man eben tatsächlich unendlich viel machen kann. Das heißt, ich kann mit dem Informationsfeld auch Verbindung aufnehmen, ohne dass der Patient dabei ist. Also ich kann einfach das Gerät mal da mit dem Informationsfeld verbinden und nachschauen, was ist denn mit dem Patienten los? Kann aus diesen Daten auch mal ein Medikament, also eine homöopathische Aufbereitung zum Beispiel, erstellen,
die genau auf diesen Patienten ausgerichtet ist. Das geht dann sehr individuell. Was wir immer wieder brauchen, um nicht missverstanden zu werden, das ist, dass wir schon verschiedene Formen der Medizin brauchen. Also Behandlung auf Körperebene muss auch sein. Wenn sich einer den Arm bricht oder sowas, dann muss er einen haben, der das auf dieser Ebene auch kann. Chirurg oder einer muss gipsen können. Auch mit dem Armbruch ist ein Trauma verbunden. Das müssen wir auf einer anderen Ebene behandeln. Zu der brauchen wir zum Beispiel auch Energie- und Informationsmedizin, um da reinzukommen. Aber für die Heilung, um sozusagen einen Menschen zu haben, der nicht nur gesund ist, sondern geheilt, der also an Krankheit überhaupt nicht denkt, dazu brauche ich die Bewusstseinsmedizin. Da muss ich den Menschen in eine ganz andere Ebene hineinbeamen. Und das ist aber auch nachhaltig gesehen das eindeutig Beste. Damit sind Gefahren natürlich verbunden. Ich kann glauben, dass ich mit der Information heilen kann. Aber ich möchte ein Beispiel dazu nehmen. Die Big Pharma sagt, du hast ein Problem, ich habe eine Substanz, die das Problem wegmacht. Kaufe meine Substanz und du bist dein Problem los. Big Info sagt, du hast ein Problem, ich habe eine Information, die das Problem wegmacht. Kaufe meine Information. Das ist das gleiche Denkschema. Das ist nur Information und nicht Substanz, aber es ist das gleiche Denkschema. Ich mache meinen Patienten abhängig und übe meine Macht über ihn aus. Wenn ich was anderes mache, muss ich auch davon ausgehen, dass Überlagerungen da stattfinden, ne, zwischen Informationen. Also ich muss mich da raushalten, eben nicht etwas anzubieten und den Patienten zum Objekt zu machen, dem ich irgendwas verkaufe. Der Patient muss Subjekt bleiben auf seiner Heilungsreise. Er muss die Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da auf solche Sachen achten und auch diesen Informationssmog beachten. Wenn jeder mit irgendwelchen Informationssystemen auf den Menschen da losschießt, hat er Infosmog. Das gibt's auch. Ja, und deswegen informieren, informieren, informieren. Es gibt diesen Spruch, wer nichts weiß, muss alles glauben. Ich weiß nicht, von wem er ist, von mir nicht, aber ich finde ihn gut. Und deswegen informieren. Und von der Ebene des Glaubens, oder es gibt ja Meinung, Glaube, Wissen, ja, also hoch bis zum Wissen, wenn es geht. Und dann gibt es, das muss ich euch auch noch zeigen, es gibt halt auch die Leute, die irgendwo rumschauen, ja, die sagen, oh, ich kann das sehen und da vielleicht der andere schaut vielleicht dahin. Ja, das ist Big Healer is watching you. Ja, ich hatte schon Leute, die haben gesagt, die haben das und das in meiner Aura gesehen. Dann habe ich nur gesagt, was hast du in meiner Aura zu suchen? Habe ich dich eingeladen? Ja, wenn da eine offene Handtasche rumsteht, dann kann ich da auch reinfassen und sagen, ich habe da zufällig eine Geldbörse gefunden. Das geht mich doch nichts an. Also lass mir meine Aura. Und wenn du das kannst, heißt es nicht, dass du das darfst. Ne? Deswegen wollen wir das nicht. Das lehnen wir also ab sowas. Ich habe nämlich auch ein bisschen Ethik da in der Bewusstseinsmedizin mit drin. Und die informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht und die gilt auch für das Informationsfeld des Menschen. Nicht nur für geschriebene oder so gedachte Information, sondern auch für die medizinische Information. Ja? Ich kann Daten klauen, natürlich. Aber nicht die Fähigkeit zählt, sondern die Erlaubnis dazu. Auch hier muss ich Konsent haben und nicht einfach tun. Ich manipuliere ohnehin. Wenn ich auch mit Einverständnis eine Fernbehandlung mache, manipuliere ich. Das ist wie Akupunktur, das ist Körperverletzung mit Einwilligung. Es tut halt weh, aber der Mensch ist einverstanden und sagt, du darfst mich hier stechen. So. Ich muss auch hier natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn da, wo ich Gebrauch habe, habe ich auch Missbrauch. Und ich darf es auch nicht übertreiben. Ja, es gibt so einen Spruch, es gibt keine gesunden Menschen, nur schlecht untersuchte. Das ist so für die Gesundheitsindustrie das Richtige. Oder wie vorhin gesagt, ein gesunder Patient ist ein verlorener Kunde. Und unter dem Bild steht, du hast eine seltene Krankheit, die nennt man gute Gesundheit. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man das behandelt. Ja, aus diesem Missverständnis müssen wir raus. Ja, es geht darum, wie funktioniert Gesundheit, nicht wie funktioniert Krankheit. Das ist das Entscheidende. Und dieser Wechsel von der krankheitsdominierten Medizin des 19. und 20. Jahrhunderts, das muss weg. Wir müssen in eine heilungsorientierte Medizin rein, die das Individuum sieht und die halt tauglich ist für das 21. und 22. Jahrhundert. Ich muss mir
Gedanken machen in der Salutogenese, was ist Gesundheit? Wie lebe ich denn bewusst oder wie handle ich bewusst? Was muss ich über meine Ernährung wissen? Was muss ich über meine Bewegung wissen? Die Work-Life-Balance, da bin ich in der Theorie auch besser als in der Praxis, aber ich muss auf Work-Life-Balance halt auch mal achten. Und ich muss auch mal, ich war 26 Jahre bei der Bundeswehr und habe mit 45 Jahren als Oberster auf dem Weg zum General gekündigt, weil ich gesehen habe, das wird auf die Dauer nichts. Ich habe eine ganz steile Karriere gemacht. Ich war mal der jüngste Oberster Bundeswehr mit 36. Aber das hat mich alles, also in der Fülle geholfen, aber nicht erfüllt. Also bin ich ausgestiegen und mache seit 20 Jahren halt meine Medizin, meine Praxis und das erfüllt ganz anders. Also ich habe da schon einiges an Fülle aufgegeben dafür, aber das ist gut. Und daraus entstand eben diese Metapher auch oder dieses Motto mit Absicht gesund. Ich muss als Therapeut was wissen, ganz klar. Ich muss auch praktisch was können. Aber ich muss kommunizieren können. Das ist das Entscheidende. Heutzutage wird nicht kommuniziert. Der Arzt sagt dem Patienten, was der hat. Woher weiß er denn das? Professor Mayo aus Tübingen, Heidelberg, Giovanni Mayo, der hat ein tolles Beispiel. Der sagt, ich muss zu diesem Dialog fähig sein, indem ich zwei Experten zu Wort kommen lasse. Den Arzt, der Experte für die Krankheit ist, und den Patienten, der Experte für das Kranksein ist. Das sind zwei völlig verschiedene Sichtweisen. Die müssen als Experte zusammenkommen und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Dann wird das was. Und das ist etwas, was ich in meinen Seminaren, ich bilde ja viele Ärzte und Heilpraktiker aus, immer wieder vermittle. Das Kommunizieren lernen und das Wesentlichste dabei, das ist das Zuhören. Oder man könnte auch sagen Hinhören, weil der Patient oft seine Lösung hat. Er sagt sie einem sogar, aber halt in seiner etwas komplexen Art, verborgen, vernebelt. Und ich muss als Therapeut in der Lage sein, das zu dechiffrieren. Das ist das Geheimnis. Und viele Patienten sind erstaunt, dass in 2, 3 Sitzungen sich etwas löst, wo die vorher 52 Sitzungen Psychotherapie hatten. Weil der nur geredet hat und der andere hat es nicht dechiffriert. Ja, das ist nicht Kommunikation. Kommunikation ist ne, interaktiv. Jetzt, ich hatte mal ganz am Anfang gesagt, die Sinne trügen. Ich will euch 2 Beispiele erzählen, wie wir uns selber austricksen. Schaut euch mal dieses Bild an. Wenn ihr genauer hinschaut und vielleicht von einer Blume zur anderen geht, werdet ihr Bewegung sehen. Da ist keine Bewegung. Das sind Pixel. Dass da eine Blume ist, das interpretieren wir. Das ist dem Bildschirm völlig egal, ob das eine Blume ist. Das sind verschiedenfarbige Pixel. Und noch schlimmer ist es hier. Diese Dame dreht sich. Und für den einen dreht sie sich im Uhrzeigersinn und für den anderen dreht sie sich gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal der Britta in den Chat reinschreiben, entweder ein L oder ein R reinschreiben. Also für die Linksdrehenden ein L und wer sie rechts rumdrehen sieht im Uhrzeigersinn, der macht ein R draus. Und dann schauen wir mal. Wie seht ihr die Dame drehen? Rechts rum, also Uhrzeigersinn, R reintypen in den Chat und links gerne ein L. Und dann wird man sehen, dass da ein bestimmtes Verhältnis auftaucht. Je nach Webinar, je nach Kurs ist das 50-50 oder mal 80 rechts und 20 links, je nachdem, wer halt dabei ist. Aber wir haben nie eindeutig alle. Es gibt hier auch kein richtig und kein falsch. Erstens, die Dame dreht sich nicht. Ja, das sind verschobene Pixel auf einer zweidimensionalen Fläche. Also glaubt nicht, dass hier Dreidimensionalität entsteht. Geht mit der Hand mal am Bildschirm, dann müsstet ihr euch ja mit dem Fuß berühren, das macht sie nicht. Also sind wir schon mal zweidimensional. Es werden Pixel hin und her geschoben und wir glauben, dass sich irgendwas dreht und der eine behauptet felsenfest rechts rum und der andere sagt links rum und beide haben recht oder nicht. Es ist völlig wurscht. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es hängt davon ab, mit welcher Hirnhälfte wir da hinschauen. Die Rechtshirner sehen sie rechts rumdrehen, also die analog denken und die digital denkenden Linkshörner sehen sie halt links rum. Das ist Geheimnis. Und man kann mit der Dame trainieren. Wir können dieses Bild hernehmen und der Dame langsam erklären, mach mal andersrum, mach mal links rum, mach mal rechts rum. Das kann man wirklich trainieren. Das machen wir im Webinar dann, am nächsten Wochenende. Trainieren wir das mit dieser Dame, dass wir der sagen können, wie die sich dreht. Und wenn ein dreht sie sich halt plötzlich rechts rum und links rum und für den anderen links und rechts rum. Und das macht der Dame überhaupt nichts aus, was wir von dir wollen. Ja, das ist dem Bildschirm sowas von egal. Und die würde sich sogar drehen, also
rein technisch gesehen, wenn man ausschreibt. Noch so ein Teil. Das nennt sich Hologramm. Das heißt, wir haben eine zweidimensionale Fläche mit dreidimensionalem Inhalt. Ich brauche Licht, um das zu sehen. Das ist schon mal das Erste. Und ich brauche einen bestimmten Winkel, um was zu sehen. Aber stellt euch vor, das ist ein Mensch. Und der eine Therapeut hat eine Lampe, leuchtet von unten. Und der andere Therapeut hat auch eine Lampe, aber leuchtet von oben. Beide sehen völlig verschiedene Aspekte des gleichen Patienten. Und keiner hat recht. Oder beide haben recht. Weil je nachdem, wie ich da hinschaue, sehe ich halt unterschiedliche Aspekte. Aber das Urbild, diese dreidimensionale Information, sieht keiner. Es sind immer nur die Aspekte, die ich zweidimensional aus dem Dreidimensionalen rausholen kann. Das heißt, wenn wir einen Patienten anschauen, glaubt nicht, ich tue das auch nicht, dass wir recht haben. Wir sehen immer nur das, was wir halt sehen können. Und zum Schluss noch eine kleine Sinnesverwirrung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier Zahlen zu sehen. Also man kann 21 sehen, man kann 24 sehen, man kann 71 sehen oder 74. Und ihr könnt gerne mal so 30 Sekunden lang in den Chat reinschreiben, welche Zahl ihr seht. 21, 24, 71 oder 74. Und dann lösen wir das Ganze auf. Und Britta, du siehst den Chat, ich sehe den gerade nicht. Wer gewinnt denn so? Ja, ja, also ich glaube, die 74 gewinnt. Ah, super, Junge, ihr seid gut. Ja, das ist ein echtes Bild aus einem Test für Farbsichtschwäche, für Grün-Rot-Schwäche. Das braucht man oft, wenn man Bootführerschein macht und nachts Grün und Rot auf einem schwarzen See unterscheiden muss. Bei einer normalen Ampel, da wisst ihr, das Grau oben ist rot und das Grau unten ist grün. Aber wenn ihr die beiden Lampen am Schwarzen Meer seht, müsst ihr halt wissen, was es tut. Ne? Oder mal auf der richtigen Seite deinen Hafen reinzufahren. Aber wer 74 gesehen hat, super. Viele Männer sehen 71 oder 24. Rot-Grün ist halt, Rot-Grün-Schwäche ist bei Männern halt leider häufiger verbreitet. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich will euch ein paar von den Sachen ersparen auch. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass jeder von uns eine eigene Wahrnehmung hat, mit der die Umwelt sieht und dass es keine zwei gleichen Bilder gibt. Wie man in Köln hier in der Gegend sagt, jeder Jack ist anders. Also jeder hat nur seinen eigenen Irrsinn im Kopf, aber es gibt keine zwei gleichen. Und die schlimmste Aussage, die ein Mensch einem anderen an den Kopf werfen kann, ist, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Das stimmt einfach nicht. Das ist sowas von gelogen. Der kann interpretieren, aber wissen kann das nicht. Weil er gar nicht fähig ist, dieses gleiche Bild zu projizieren. Damit wird das Ergebnis immer falsch sein. Ja? So, das heißt, was ich jetzt brauche als Therapeut, ist erstmal Ruhe. Je ruhiger ich werde, desto mehr kann ich hören. Und ich muss ja hinhören, haben wir gesagt. Ne? Ich muss also fähig sein, zu meinem Patienten eine Beziehung aufzubauen. Ich muss Empathie empfinden können. Das heißt, ich muss den ja nicht lieben, aber ich muss zumindest empathisch ihm entgegenkommen. Und ich muss ein bisschen Intuition haben. Intuition basiert auf Wissen. Also wenn einer sagt, ich bin intuitiv, aber keine Ahnung hat, dann ist er nicht intuitiv, dann fantasiert er oder irgendwas. Intuition basiert auf Wissen, basiert auf Erfahrung, also nicht auf angelesenem Wissen, sondern auf Erfahrung. Das ist etwas, was ich erfahre, sprich durchgemacht habe. Und ich brauche schon ein bisschen eine spirituelle Anbindung, um diesen Download der Intuition dann auch zu spüren. Also so aus meinem Kopf heraus intuitiv zu sein, wird schwierig. Und was ich definitiv brauche, Zeit. Ich muss für meinen Patienten Zeit haben. Das ist das Wichtigste. Ja, und wenn ich als, aber ich kann sogar weitergehen, das Therapeutische mal sehe, dieser Guru, dieses Ich, ja, mit Markenzeichen, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen keinen Guru, vielleicht bei Schönheitschirurgen oder so, oder einen guten Zahnarzt. Aber nicht als Ganzheitsmediziner, da kann ich den Guru überhaupt nicht gebrauchen. Der muss sich ordentlich ausbilden, der muss Transformationsprozesse durchlaufen. Der muss sich selber weiterentwickeln und der muss Demut lernen. Denn das, was wir machen, das ist, dass wir Heilung initiieren, aber nicht durchführen. Für die Heilung sind wir nicht zuständig. Und das ist diese Demut zu erkennen, dass wir nicht der sind, der es macht, sondern dass wir einfach zuschauen dürfen, wie es gelingt. Und das ist viel schöner. Und deswegen auch die Deutsche Akademie für Energiemedizin. Wir denken, dass wir hier so ein bisschen bei der Ausbildung mitmachen dürfen. Dass wir auch so ein bisschen
Normen setzen können. Was ist denn die richtige Ausbildung für einen energetischen Ganzheitsmediziner? Und wenn ich jetzt den Therapeuten, hier steht Arzt, kann auch Therapeut stehen, ne? Heilpraktiker, was auch immer, sehe, der Mensch muss nicht nur Arzt sein, der muss auch Priester sein, der muss Seelsorger sein. Ja, nicht Lebersäuger und Herzsäuger und Nierensäuger, sondern es muss einer sein, der alles kann und der muss auch Heiler sein. Der muss sich von seinem Guru halt trennen, ne? Der muss halt auch alles machen. Denn die Verbindung zwischen den beiden, ja, das ist das Bewusstsein, das Vertrauen. Und die Absicht, geheilt zu werden, muss beim Patienten da sein, nicht beim Therapeuten. Du kriegst die Absicht nicht initiiert und nicht injiziert oder was auch immer. Sie muss beim Patienten entstehen und ich kann den Patienten, natürlich, ich kann ihn motivieren, das zu tun. Ich kann ihm, ja, vielleicht schmackhaft machen, von Punkt 3 zu Punkt 5 zu gehen. So. Und das gelingt dadurch, dass ich ihm ein bisschen auf ihn selber zurückweise und sage, pass mal auf, unser wichtigstes Heilungsinstrument, das jeder hat, ist unser Herz. Weil da hängt der Spirit mit dran, da hängt der Geist mit dran, der Körper und die Seele. Ich muss meine eigene Heilungsinformation selber erleben. Und dazu muss ich fähig sein, mich selber zu lieben. Das kann man lernen. Und wenn ich da auch stehen habe, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und dazu stehe ich, das ist wichtig. Das ist nicht Narzissmus und Egozentrik, das ist Selbstfürsorge. Und dazu muss ich einfach stehen. Und wenn ich für mich selber sorge und die Verantwortung für mein Leben und für mein Glück übernehme, dann ist das nicht nur normal, sondern lebenswichtig. Und das kann auch als erste Hilfe in Krisen dienen. Krisen haben wir nur genug jetzt, ne? Und deshalb lernen alle bei mir eben mit solchen Sätzen, sich aus diesen Krisen auch selber rauszuholen. Das hat der Münchhausen geschafft, der hat sich mitsamt Pferd aus dem Schlamm gezogen. Das werden wir doch auch schaffen. Und der versiert, ich habe es schon mehrfach probiert. Ja, also ich muss mir jetzt einen anderen Job suchen, um für mich oder andere Leute da zu retten. Ja, ich muss solche Sachen machen. Und wir lernen in diesem Webinar, lernen wir, wie man zum Beispiel Schuld entfernt. Ja, wie man vergibt. Wie man einfach allen möglichen Menschen vergibt oder wie ich aus einer verbotenen Selbstliebe rauskomme. Das haben viele, viele, viele Menschen. Denen ist von Anfang an abtrainiert worden, sich selber zu lieben, weil sie ihre Liebe abgeben mussten an irgendjemand anderen. Und die Leute haben es halt schwierig, sich der eigenen Selbstliebe zu stellen. Und das ist so ein Schwerpunkt aus diesem Livestream-Workshop, den wir nächstes Wochenende haben, wo wir das lernen, wo jeder in seine eigene Heilung reingeführt werden kann. Und bitte, wenn du jetzt noch dringende Fragen hast, können wir das gerne machen, sonst sind wir ja auch zeitlich gut in der. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon keine Eile. Wir können gerne noch Fragen ja, nehmen. Also, genau. Dann kommen wir wieder zurück auf den gemeinsamen Bildschirm. Das machen wir sofort. Wunderbar, da bist du und ich dazu. Da sind wir schon genau bei einer der Fragen. Weiß nicht, ob wir da so ganz tief reingehen können, aber da geht es ja um die Gründe von Erkrankung. Ja. Und wirst du in dem Seminar dazu auch Anregungen geben, wie man da selbst drauf kommt? Ja, auf jeden Fall. Also jeder macht so bestimmte Prozesse durch. Es sind so Aufgaben, die in diesem Seminar gelöst werden für sich selber. Jeder macht das individuell. Ich habe auch ein, zwei Aufgaben, die kann man im Team lösen. Wir haben also auch schon online hier Teambildungen gemacht. Das ist auch ganz spannend, was da rauskommt. Die Leute kennen sich jetzt dann nach dem Seminar richtig gut. Das wird gelehrt. Das ist nicht an dem einen Tag oder Wochenende dann gekonnt. Ja, aber man lernt, wie man es machen muss, um das zu üben und das immer so zur Perfektion dann sozusagen reifen zu lassen. Genau. Und wie finde ich denn jetzt das Traumata oder den Glaubenssatz, welcher hinter dem Schmerz oder der Krankheit steckt? Indem ich bestimmte, erstmal generalisierte Affirmationen als in der Testversion, da gibt es bestimmte Formulierungen, ausspreche und nachschauen, wie ich darauf reagiere. Also ich exponiere mich sozusagen Traumata, die möglich sind, und erkenne an meiner eigenen Reaktion, ob das auf mich zutrifft oder nicht. Also viele Leute haben mein erstes Buch gelesen, hier mit Absicht gesund. Und da sind viele Affirmationen drin und viele Geschichten, 30 Fälle. Und die haben das gelesen, haben gesagt, oh, das hat mich so berührt.
Das ist ein Zeichen, dass man so ein Trauma unter Umständen auch drin hat. Dass man darauf achtet, was spricht mich an, was rührt mich zu Tränen. Das wird einem nicht bewusst, aber diese Reaktion zeigt einem, ich habe da noch was aufzuräumen. Und das kann man provozieren, sozusagen. Vielleicht auch mit den kinesiologischen Tests? Auch kinesiologische Tests, also im Präsenzwebinar machen wir das mit dem sogenannten Schubsen. Da gibt es auf meiner Homepage, dr-meissner.de, gibt es ein Video, das MAG Schubsen heißt das. Da gibt es einen Reiter, der heißt mit Absicht gesund und da sind die Videos drunter. Und da kann man sehen, wie das läuft und beim Präsenzwebinar lernen wir das. Und beim Webinar lernen wir virtuelle Techniken, virtuelle Skalen zu nutzen. Und das kann jeder, das können wir direkt machen, so jetzt direkt mal machen, wenn er möchte, macht direkt mit. Wir stellen uns mal eine bestimmte Frage. Die Frage heißt, wie groß ist meine Lebensenergie derzeit in Prozent? So. Und dazu gibt es verschiedene Skalen. Wir nehmen uns einen Punkt vor uns, virtuell, wirklich virtuell. Hier ist 0 und da ist 100. Für die Leute, die das nicht gerne horizontal machen, die können es auch vertikal machen, die können sagen, da ist 0, da ist 100. Das ist egal. Die Leute, die gerne einen Tacho haben, sagen, da ist 0, da ist 100. Das ist mir egal. Ihr müsst ein 0 und ein 100 haben. Und ihr stellt euch jetzt die Frage, ihr könnt es auch gerne aussprechen, wie hoch ist meine Lebensenergie jetzt im Moment? Und dann geht ihr an dieser Skala entlang und es wird einen Punkt geben, an dem ihr gerne einrastet, wo ihr sagt, da zieht es mich hin. Und dann seht ihr, hier war 0, da war 100, da liege ich vielleicht bei 70 oder bei 60 oder bei 30, das weiß ich nicht. Und man kann mit diesen virtuellen Skalen, könnt ihr euch fragen, wie hoch ist meine Lebensenergie jetzt im Moment? Und geht an diese Skala entlang, an eurer eigenen individuellen Skala. Und dann bleibt ihr irgendwo hängen. Und dann wärt ihr vor dem Webinar vielleicht bei 100 gewesen, jetzt seid ihr nur noch bei 70. Also, oder umgekehrt, kann auch sein, dass ihr bei 70 gewesen wärt, jetzt bei 100 seid. Also das kann man üben. Man kann diese virtuellen Skalen üben. Ich kann zum Beispiel lernen, herauszufinden, wie alt mein Problem ist. Wenn man sich auf seine Kopfschmerzen konzentriert und sagt, ich habe immer diese scheiß Kopfschmerzen, wie alt sind die eigentlich? Dann habe ich hier unten 0, das wäre die Geburt, und die Erhobenheit Lebensalter, also bei mir 67. Und dann gehe ich dann nach, wie alt ist denn das eigentlich? Und dann bleibe ich irgendwo hängen. Und dann sage ich, okay, das sind 45 Jahre oder irgendwas. Dann war ich nicht 45, als das entstanden ist, dass die Krankheit ist 45 Jahre alt. Ich muss also von 67, 45 zurück und komme dann auf entsprechend 22 oder so. Also solche Sachen kann ich machen. Das lernen wir auch in diesem Webinar, dass man virtuelle Skalen für alles Mögliche einsetzt. Ihr könnt im, was weiß ich, vor dem Gemüseregal stehen und sagen, soll ich das Gemüse essen? Ist das was für mich oder nicht? Ihr könnt mit virtuellen Skalen herausfinden, ja oder nein. Das kann man alles lernen. Und das sieht zwar am Anfang ein bisschen blöd aus. Die Techniken werden immer sensibler, immer feiner, sodass ihr also nicht vor dem Regal hin und her wischen müsst, sondern das kann man anders machen. Aber man muss am Anfang fängt man halt mit groben Skalen an. Und dann wird es immer feiner. Und das kann man lernen. Also könnt ihr euch gerne auch selber mal checken. Und so findet man Traumata heraus, so findet man Wege der Trauma-Auflösung auch raus. Man kann auch rausfinden, welche Methode ist denn für mich jetzt gerade mal die richtige. Wäre das vielleicht Akupunktur bei Trauma eher nicht? Setzt ihr Traum. Ja, oder Homöopathie, oder brauche ich vielleicht mal einen Life-Coach, oder brauche ich einen Medical-Coach, ein bisschen Unterschied. Und wo kann ich denn meine Hausaufgaben lernen? Das kann ich auch wirklich mir selber beibringen, aber ich empfehle immer, das mit einem Profi mal zu üben, dass man diese Skalen richtig einsetzt, aber das ist hochspannend und sehr, sehr effektiv. So, und danke, dass ihr gleich gemerkt habt, ich habe da einen falschen Fehler, wie man so schön sagt. Ich habe das Datum falsch reingegeben. Das kommende Wochenende ist ja der 29. und 30. Januar. Wir sind noch in diesem Monat, genau, lieber Volker, hier zusammen. Leider nicht in Frankfurt, aber für euch jetzt auf diese Weise so leicht erreichbar. Einfach nur ein Klick entfernt. Genau. Und der Klick ist bei uns auf hier im Link auf dem Chat zu sehen. Da könnt ihr also direkt jetzt draufgehen und seid auf der Seite. Und hier ist nochmal die Seite von Volker zu sehen. Da habt ihr die Kontaktdaten. Ihr bekommt aber auch alles morgen Abend nochmal per E-Mail samt der schönen Videoaufzeichnung, mit der ihr dann
euch und vielleicht auch ein paar Freunde beglücken könnt. Das freuen wir uns auch, wenn ihr es weitergebt und auf diese tolle Arbeit von Walter Meister dann hinweist, der bei uns auch regelmäßig immer wieder zu Gast ist. Sicher im Sommer auch wieder, Volker. Ja, natürlich. Da machen wir weiter. Ja, also diese Seminare sind höchst inspirierend, weil ihr da einfach mit der Gruppe zusammen einen tollen Impuls bekommt. Es fällt sehr viel leichter, als wenn man nur one-to-one etwas macht, sondern wenn da die ganze Power dabei ist und wenn man auch bei den anderen die Fortschritte sieht. Also das haben wir immer wieder erlebt. Schön, dass du das machst und wir heute wieder so einen informativen Abend miteinander hatten und mit dir. Ja, im Buch geht es auch um die Selbstliebe, klar. Das ist die Grund, das ist die Grundmedizin. Absolut, absolut. Ja, Volker, noch ein Abschlusswort so für alle heute von dir? Naja, es ist keine Schande, wenn man sich selber liebt. Die meisten Leute scheuen sich davor und halten sich für Narzissten oder Egozentriker. Das Selbstliebe und Selbstfürsorge gehören zu uns und das dürfen wir gerne aufnehmen. Und wenn uns einer sagt, du bist ein Egozentriker, dann sagt er, hast du das nicht verstanden? Genau. Und alle Fragen, die heute nicht beantwortet worden sind, die heben wir uns auf. Im Seminar reden wir ganz bestimmt da sehr individuell auch dazu. Ja. Und können noch viel besser also dann auf eure Bedürfnisse eingehen. Hier haben wir ja eine Menge tolle Fragen noch. Ich wünschte, wir könnten es alles beantworten. Aber das wird dann noch ein weiterer Abend. Mal gucken. Ne? Ja. Das Buch, wie gesagt, das wird euch auch gut helfen. Und jetzt kommt das Bonbon. Die ersten 5, die ab heute buchen, die bekommen das Buch on top vom Volker dazu. Ne? Das ist dann im Preis mit inbegriffen. Ach, ich stelle mich doch mal hier neben dich, dass man dein schönes Buch nochmal sieht. So, hier ist es. Voilà. Ansonsten auf der Webseite erhältlich von Volker selbst. Und seine Website habt ihr ja jetzt auch schon gehört, gesehen und nochmal morgen in unserer E-Mail drin. Ne? Das neue Buch. Das ist mit inbegriffen. Aber jetzt bitte schnell ran, dass wir auch wissen, dass der Workshop voll wird. Freuen wir uns, wenn es euch was bringt. Ihr könnt ja, wenn es nicht anders geht, kann man auch nur den Samstag buchen. Da finden wir auch eine Lösung, Uschi. Ja, oder wenn es noch andere betrifft, schreibt uns dann einfach an kontakt@frankfurterring.de. Dann können wir darüber sprechen und was das auch dann kostet. Und wenn jemand mit 2 Raten lieber bezahlen kann, dann werden wir auch das noch möglich machen. Dann meldet euch auch bei kontakt@frankfurterring. In diesem Sinne, einen schönen Abend allen noch. Viel Spaß beim nächsten Mal anhören, ansehen von heute Abend. Vielen, vielen Dank, der Holger. Danke, alles Gute für euch. Ciao. Vielen Dank. Ciao.